gibt ja immer wieder Begriffe, die neu entstehen oder sich verändern. Und einen Begriff, den will ich heute vorstellen, nämlich das Konzept des Diogenes-Syndroms. Also Diogenes, das war dieser seltsame griechische Philosoph, der den Reichtum und die materiellen Werte verachtete und in Armut und Verwahrlosung lebte. Und heute versteht man unter dem Diogenes-Syndrom eine schwere Form der Selbstvernachlässigung mit exzessivem, zwanghaftem Horten von in der Regel nutzlosen Sachen, die man in seiner Wohnung anhäuft. Ja, man nennt das auch so im Englischen Senile Squalor Syndrome, also im Grunde genommen ein seniles Verarmungssyndrom. Und das geht mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Erkrankungen einher, Demenz, aber auch Schizophrenie oder Schizoide und stark paranoide Persönlichkeitsanteile. Das Problem ist dabei, dass die Leute Hilfen verweigern, obwohl sie dringend Hilfe benötigten. Das sind Menschen, die in ihren Wohnungen oft fallen, stürzen, inkontinent sind, wo es sehr stark riecht, wo auch Nachbarn sich beschweren. Weitere Gefahren ist dann Insekten, Rattenbefall, aber auch Brandgefahr durch sehr viele Gegenstände, die dort sehr eng zusammenliegen und insgesamt das gesamte Hygieneproblem. Also die Toiletten, die sehen dann furchtbar aus und die Fußböden und wenn es dann noch Tiere gibt wie Katzen, ja, dann wird das schon ziemlich abenteuerlich. Diese Menschen haben oft Mangel- und Fehlernährung. Ja, sie überprüfen ihren Kühlschrank nicht. Sie sind in Gefahr, Speisen zu verzehren, die stark verschimmelt sind und sie vergiften sich dadurch. Sie missbrauchen Medikamente, sowas alles. Ne? Und das passiert oft bei Menschen im höheren Lebensalter, wenn sie alleine leben, Männer und Frauen, da sind Frauen ein bisschen mehr dran beteiligt als Männer. Das ist so die Gruppe der Personen, die so alleine leben und besonders Menschen, deren eigenen Eltern selbst am Diogenes-Syndrom gelitten haben, also die auch so ihre Schwierigkeiten mit der Ordnung hatten, die sind da besonders von betroffen. Vom Profil her sind das oft Menschen, die sind unfreundlich, so wirken sie erst einmal, engstirnig, eigenwillig, oft auch aggressiv, paranoid, lassen keinen an die Wohnung ran, ja, oft dysphorisch, also darunter versteht man so eine mürrische, übellaunige, ewig unzufriedene Verfassung, ja. Und es gibt unterschiedliche Erkrankungen, wie gesagt, die davon betroffen sein können. Eine besondere Variante ist die frontotemporale Demenz. Und dabei prägt sich das Diogenes-Syndrom noch mal ein bisschen anders aus, nämlich keine Einsicht und eine große Gleichgültigkeit. Dann, dass diese Menschen Dinge horten, aber auch wieder liegen lassen. Also Dinge werden mitgenommen und deponiert, aber auch wieder fallen gelassen oder liegen gelassen. Also es gibt nicht so eine Idee von Besitzanspruch, sondern das, was man sammelt, sehr zufällig. Ein anderer Begriff dafür, das ist so der dritte Aspekt, ist Utilisationsverhalten. Also gemeint ist damit, dass es eigentlich egal ist und dass man das vielleicht auseinandernimmt und wieder zusammensetzt oder irgendwo liegen lässt, aber nicht, dass man irgendeinen Wert darauf legt. Und wenn man das so versucht zu deuten, was kann das also heißen, dann glauben so einige Forscher, dass das so ein altes evolutionäres Verhaltensprogramm darstellt, das dann aufkommt, wenn so Mangel- oder Notzeiten da sind. Dann fängt man an, ganz viel zu sammeln und sich zu sichern und zu horten. Das kennen wir auch heute, wenn irgendwo Katastrophen drohen, da sind die Supermärkte leer. Nicht? Und so ein ähnliches Verhalten scheint das auch zu sein. Nur weil die Demenz dazu kommt, ist es quasi ziellos. Ja, es hat also keine bestimmte Absicht, ja, sondern es geht nur darum, irgendwie was zu sammeln und zu horten, um wahrscheinlich ein latentes Unsicherheits- und Angstgefühl damit zu kompensieren, wie das immer ist bei Zwängen. Zwänge sind ja immer dazu da, zum großen Teil, um Ängste zu kompensieren. Ja, was kann man tun? Schwierig, schwierig. Also das Wichtigste dabei ist eben Beziehungsaufbau, den man über einen längeren Zeitraum sehr kontinuierlich und langwierig aufbauen muss. Möglichst von einer Person, die immer wieder den Kontakt zu diesem Menschen sucht. Dann das Verhandeln, ja, also dass man vielleicht erstmal einige äußere Dinge sichert. Und zwar so unter der Perspektive, ich helfe Ihnen, damit Sie keine Hilfe brauchen.
Das ist die Idee. Ja, also wir machen jetzt mal die Füße, dann müssen Sie sich ins Krankenhaus. Wir machen jetzt mal dies und jenes, dann kommt nicht der Ordnungsdienst. Also im Grunde genommen sich als Verbündeter des Patienten oder Klienten anbieten, damit er unter diesem Titel, du bist mein Verbündeter, damit ich keine Hilfe brauche und damit keine anderen Leute hier Eingriff haben, das ist so die Idee, unter der man sich da so einschleichen muss. Und wichtig ist dann so, sich Stück für Stück den wirklich gefährlichen Bereichen zu nähern, also sag mal, dem Kühlschrank und vielleicht ein bisschen der Körperpflege und der Fußpflege und dem Mundraum und anderen Dingen, die vielleicht für die Person besonders riskant sind und wo sie vielleicht am ehesten auch dann Hilfe zulassen kann, unter der Perspektive, wenn ich die Hilfe jetzt nicht zulasse, dann nehmen die mich hier raus. Ja, das ist so eine Art Landgewinnungsunternehmen. Das heißt, Stück für Stück muss man sich in der Beziehung bestimmte Pflegebereiche erarbeiten, und sich immer mehr zum Verbündeten des Erkrankten machen. Und wenn man Glück hat, kann man dann diese Beziehung auch auf andere übertragen, also Kollegen mit in diese Beziehung hineinnehmen. Eine andere Idee ist, sagen wir mal, auch andere ungefährliche Objekte anzubieten, ja, die dieser Mensch sammeln kann, ohne dass er sich dadurch gefährdet. Also ein schwieriges Zustandsbild, und wenn man so den Praktikern aus der ambulanten Pflege glauben kann, dann nimmt das zu, auch international nimmt das zu. Also die Berichte über Menschen, die auf diese Weise in ihren Wohnungen mit solchen Phänomenen von Horten und Sammeln und Verwahrlosungen so unterwegs sind, das nimmt international immer mehr zu und hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass natürlich die stationäre Pflege immer weiter zurückgedrängt wird, der ambulante Bereich sich immer mehr ausbaut und damit auch Menschen sehr lange in der eigenen Wohnlichkeit leben, bei denen das früher so nicht der Fall gewesen wäre. Wichtig ist es, solange wie möglich sollen die Menschen in ihrer eigenen Wohnung verbleiben, weil ein Umzug dann doch ziemlich traumatisierend ist, meistens mit Polizeieinsätzen, mit amtlichen Verfügungen einhergeht. Das sollte man den Menschen möglichst ersparen. Also wenn es irgendwie möglich ist, durch eine gute ambulante Begleitung und Beziehungsaufbau den Menschen ein Verweilen in der eigenen Wohnung zu lassen und auch eine möglichst tolerante Umgebung zu gestalten, dann sollte man das tun. Okay, das war's. Das erste Glossar über das Diogenes-Syndrom.